Also ich sage mal so, der entscheidende Schritt war eigentlich der entscheidende Punkt, dass ich bei 6G die Zeiten gekriegt habe, die ich mir erwartet habe oder die Zeiten, die meine Entwicklung gut da hätten. Und so bin ich dann langsam ins Überlegen gekommen, eine Rücksprache mit dem Trainer, mit Muniz damals, was für einen jungen Spieler mehr Sinn macht, ob es jetzt gut ist, dass du jetzt nur ein Jahr oder ein halbes Jahr auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne sogar, oder dass du einen Schritt zurück machst und regelmäßig zu Spielzeiten kommst. Und dann haben wir uns, oder besser gesagt, ich dazu entschieden, dass ich zu Haching zurückkomme. Ich sage mal so, die ganze Atmosphäre in Haching, der Umgang mit den Leuten, das kann man mit 60 eigentlich nicht wirklich vergleichen. Das ist alles viel familiärer, viel wärmere Atmosphäre. Und für mich war das so, wie heimgekommen, wie ich nie weg gewesen war. Und das Ganze macht jeden Tag Spaß, die Leute zu sehen, das Team drumherum. Das ist alles super und das hat eigentlich auch mit den Ausschlag gegeben. Also den ersten Kontakt hat schon mal im Winter gegeben. Also besser gesagt, das war so ein Gedankenspiel von mir selber, weil ich habe bis dahin keine Minuten gespielt gehabt bis zum Winter, war zwar immer im Kader, aber das ist alles nicht so gelaufen, wie es für mich optimal gewesen war. Habe dann mir entschlossen, dass ich halbes Jahr noch mit durchbeiße und Gas gebe und ohne Einsatz wollte ich auf keinen Fall von 60 weggehen. Deswegen bin ich dann geblieben, habe dann meine Spiele noch gemacht. Das ist dann im Endeffekt alles ein bisschen unglücklich gelaufen, sage ich mal. 3 gute Spiele gemacht, war schlecht, danach Trainer entlassen worden, der auf mich gebaut hat. Und so ist es halt im Fußball. Und der Kontakt ist dann eigentlich durch ein Gespräch mit dem Christian Ziege zustande gekommen, der zu mir gesagt hat, wie es bei 60 gelaufen und ob ich zufrieden bin oder ob das für mich weiter so Sinn macht. Und ich dann gesagt habe, also wenn das so weiterläuft, ist eigentlich für einen jungen Spieler eine Katastrophe, sage ich mal, dass du nur auf der Tribüne sitzt oder auf der Bank. Er dann zu mir gesagt hat, ob ich mir das vorstellen kann, den Haching. Er kennt mich zwar vom Spielerischen nicht, aber so vom Typ her und auch was er gehört hat von den alten Kollegen, da die da gut reinpassen und da hat der Mann vielleicht gut tun, weil er jetzt auch ein Jahr in der zweiten Liga war. Und das hat dann so mit den Ausschlag gegeben, dass ich ja überlegt habe, das macht eigentlich Sinn und es kann eine gute Sache werden. Also ich sage mal, zwischen zweiter und dritter Liga, da gibt es schon ein paar gravierende Unterschiede. Ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass die so groß sind, weil im Vorfeld überlegt man sich das schon, ist der Schritt machbar? Und so vom Zuschauen denkt man sich, das ist schon easy machbar, sage ich mal. Aber wenn man dann selber drin ist, ist das Tempo schon um einiges höher. Auch die Robustheit im Zweikampf und die individuelle Qualität für die Einzelspieler, weil das ist ja, die meisten Mannschaften sind an der Grenze zur ersten Liga schon wieder und das macht schon einen großen Unterschied. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich das Tempo und so die Zweikampfführung, sage ich mal, der größte Unterschied zur dritten Liga. Also ich glaube, in Haching musst du in Anführungszeichen junge Spieler sagen, weil mit 24 bin ich jetzt auch noch nicht so alt. Aber in dem Verein bei Haching gehe ich schon zu den Eltern. Ich glaube, die Erfahrung, die ist schon wertvoll, auch zum Weitergeben, weil ich ja in dem Jahr oder in dem zweiten angebrochenen Jahr 4 Trainer gehabt habe, wo du schon einiges mitnehmen kannst. Und ich glaube, das tut die Jungen sicher gut, dass die einmal sehen, wie es im Profigeschäft der Klasse weiter oben zugeht, dass da auf keine Rücksicht genommen wird. Also ich sage mal wirklich, das Besondere in Haching ist dieses familiäre Umfeld, alles ist ruhig, du hast keinen Stress mit den Medien, du hast keine große Einflussnahme von den Medien, wie jetzt im Vergleich zum Beispiel bei 60, da wird ja jedes Wort und jede Aktion auf Goldwaage gelegt von der Medienlandschaft, was in München normal ist. Ich glaube, dass du da so ruhig arbeiten kannst in Unterhaching, das macht schon vor allem für junge Spieler ziemlich viel aus und da kannst du dich in Ruhe entwickeln und dich für Höheres empfehlen. Ich kann jetzt wirklich nur von 60G sagen, da ist halt die Geschäftsstelle und die haben noch ein externes Marketingunternehmen mit drin, das ist alles schon größer und professioneller möchte ich jetzt gar nicht sagen, sondern einfach viel alles im Großen, größer einfach. Also, da sind, glaube ich, 10 Leute fest angestellt, die nur fürs Marketing zuständig sind. Und das sind somit die Unterschiede, sage ich mal. Das ist beides ein Reiz. Wenn du jetzt im Hinterkopf hast, was alles dahinter steckt, bei einem größeren Verein, was die Leute alles dafür tun müssen und wie viel da Zahnräder ineinander spielen müssen, ist ein Reiz, dass du Vollgas gibst. Aber genauso ist, wenn du jetzt in einem familiären Verein bist, du kennst jeden, da gibst du natürlich noch mehr Gas, weil du eine persönliche Beziehung zu den ganzen Mitarbeitern eigentlich hast. Also das kannst du jetzt nicht sagen, was da jetzt mehr die anspornt. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht die Hauptmotivation. Sag mal, da hier im Supremo, das ist somit mein Stammcafé, sage ich mal. Das ist nah bei mir und gemütlich und die haben einen super Kaffee. Und auch wo ich jetzt bei 60 gespielt habe, war ich so Minimum jeden zweiten Tag. Da habe ich mir schon reingeguckt und habe Zeitung gelesen. Und ja, das ist für mich meine zweite Heimat, sage ich mal. Also ich sage mal, bewusst
kann ich mich an gar nichts mehr erinnern, eigentlich, wo der Papa noch gespielt hat. Aber was ich so gesehen habe, früher auf so Filmchen, wo die Mama draht hat, dass ich früher jeden Tag auch schon mit dem Ball gemacht habe, mit dem Papa in der Wohnung gespielt habe. Ich sage, das war mit sicher ein Hauptgrund, dass ich zum Fußball gekommen bin und auch jetzt spiele im Stadion war. Aber für mich bewusst kann ich mich erst erinnern, so wo ich angefangen habe, wirklich im Verein in Holzkirchen zum Fußball spielen. Und ja, das war so dann der Anfang, sage ich mal, meiner Laufbahn. Also ich glaube, so in den Verein bin ich gekommen mit 6 vielleicht. So wo es dann in der F-Jugend losgeht, bei den ganz Kleinen. Das war so, glaube ich, 6 oder 7, da geht es dann so los. Aber davor natürlich jeden Tag, da waren wir im Haus gespielt oder im Garten draußen. Aber das glaube ich, das ist ja bei Burma normal in dem Alter. Also ich sage mal, bis zu einem gewissen Alter spielst du eigentlich nur aus Spaß Fußball. Bis dann irgendwann so dazukommt, möchte ich Fußball spielen wirklich professionell machen oder mache ich es nebenbei, weil es mir Spaß macht. Ja. Bei mir war so der Knackpunkt damals in der C-Jugend. Da war so, komme ich in C1 oder wäre ich in C3 versetzt. Und habe dann ein Gespräch gehabt mit dem damaligen Trainer, der ist immer noch im Verein, der Hans Reitinger. Der hat zu mir gesagt, wie schaut es aus, wie siehst du dich selber? Und da war ich 12 Jahre, ich habe die Frage gar nicht kapiert. Wie siehst du dich selber? Was antwortet man darauf? Dann hat er gesagt, ja, lass dir mal durch den Kopf gehen. Und dann irgendwann in einem halben Jahr beantwortest du mir's. Das Ende vom Lied war, ich wollte nach Otterfing wechseln. Und durch einen blöden Zufall eigentlich bin ich dann in Unterhaching geblieben. Und das war so der Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, entweder du gibst jetzt Gas und verfolgst dein Ziel, Profi zu werden, oder du lässt das gleich bleiben. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich alles untergeordnet. Kein Alkohol getrunken, ist immer nur so. Rauch nicht, geh selten feiern. Also wirklich alles dem Ziel untergeordnet, dass du im Profifußball ankommst. Also kurzfristig ist auf alle Fälle, dass ich regelmäßige Einsatzzeiten habe, dass wir mit der Mannschaft Erfolg haben und so eine gute Rolle wie möglich spielen. Das Ziel ist natürlich, dass wir nicht absteigen. Alles, was drüber über die 45 Punkte kommt, ist ein Zusatz oder ein Bonus, sage ich mal, mit der jungen Mannschaft. Mittelfristig ist natürlich mein Ziel wieder, zweite Bundesliga, erste Bundesliga zum kommen. Ob das dann in den nächsten Jahren mit Haching ist oder woanders, das kann man jetzt nie sagen, aber am liebsten natürlich mit Haching. So in dem Alter damals, mit 12, 13, 14, hast du ja so jedes Wochenende eigentlich ein Turnier draußen oder in der Halle. Und das war damals in Bad Tölz, haben wir Holzkirchen Turnier gehabt. Und da habe ich jedes Spiel eigentlich 2-3 Hütten gemacht, auch wenn man es nicht gelangen kann, ich war früher noch Stürmer. Und da ist der Ritschi Reiser, der war damals Trainer, der jetzt hier im Gemeinderat ist und auch treuer Verfolger der Spielvereinigung ist, hat mich dann gefragt, wie schaut es aus, dass wir ein Probetraining machen. Habe ich gesagt, sehr gern. Also es war für mich eine Ehre damals, weil Haching damals noch in der ersten Liga war. Und 2-3 Wochen später habe ich da ein Probetraining gemacht. Die haben mich direkt genommen und so ist eigentlich alles zustande gekommen. Wirklich konkret so das Gefühl vermittelt kriegt, dass man eine Chance hat, war, als ich mit den Profis von Haching ins Trainingslager gefahren bin. Da war ich in der A-Jugend und die haben dann, der Norbert Hartmann und der Ralf Hasnüttel, haben mich mit ins Trainingslager genommen mit den Profis. Und ab dann hast du eigentlich so auch im Kopf drin, jetzt hast du eine reelle Chance, wenn du Gas gibst, dass du dabei bleibst. Und das war somit der Anfang eigentlich. Oder der konkrete Anfang, sag ich mal. Also das war so, von vornherein ist gesagt worden, wir fahren mit ins Trainingslager, ich und nur ein junger Spieler. Und je nach Leistung oder auch, da ist ja noch wichtig, Benehmen als junger Spieler, wird dann entschieden, ob wir dabei bleiben oder nicht. Und im Endeffekt bin ich dabei geblieben und habe dann auch relativ schnell meine Einsätze gekriegt beim Ralf Hasnüttel. Und das war so, dann hat man gemerkt, also hier ist wirklich eine gute Chance.